Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Jetzt sind wir bei Kapitel 3. Das baut auf die Fragengang Kapitel 1 und 2 auf. Deswegen guckt alle Videos davon, vielleicht auch nochmal. Aber bitte jetzt nicht, bevor ihr dieses Video guckt, sonst wird das Ganze eine sehr lange Angelegenheit. Wir haben mehrere Schlüsselkonzepte. Kapitel 1 war Schlüsselkonzept Ableitung, jetzt ist Schlüsselkonzept Integral. Und das lernen wir, was das ist. Noch nicht in dem Video, aber in den nachfolgenden. Heute beschäftigen wir uns eher rekonstruieren eine Größe als Kapitel, sagt euch wenig. Deswegen direkt mal ein Beispiel, was wir da meinen. Wir haben hier mal, ja, denkt euch, wir befinden uns im Aufzug und der fährt hoch und fährt runter. Und wir haben jetzt hier ein Schaubild, das auf der X-Achse die Zeit in Sekunden aufgetragen und nach oben, nach unten die Geschwindigkeit des Fahrstuhls in Meter pro Sekunde. Und damit wir das Ganze verstehen, überlegen wir uns mal die Dauer. Wie lange fährt der überhaupt? Mal weg, die Dauer. So, und was klar ist, hier hat er eine positive Geschwindigkeit, die ersten 5 Sekunden, das heißt, er fährt 5 Sekunden nach oben. 5 Sekunden, ich schreibe mal einen ganzen Satz, fährt der Aufzug nach oben. Stimmt doch, oder? Das kommt so hin, genau. Anschließend können wir uns überlegen, was macht er dann von der 5. bis zur 7. Sekunde? Wenn wir uns das ansehen, dann wird deutlich, dass in dieser Zeit die Geschwindigkeit 0 ist. Das heißt, anscheinend steht er 2 Sekunden lang. Deswegen schreibe ich es auch auf. 2 Sekunden steht der Aufzug. Danach, die restlichen 3 Sekunden, hat er eine negative Geschwindigkeit. Negative Geschwindigkeit heißt hier in dem Beispiel nicht, dass er irgendwie bremst, sondern dass er nach unten fährt. Okay? Das heißt, 3 Sekunden fährt der Aufzug nach unten. Was kann man sich noch überlegen? Na gut, eine interessante Frage wäre, was für Höhenunterschiede hat der Aufzug eigentlich zurückgelegt auf seiner Fahrt nach oben? Ihr müsst ja daran denken, wir sehen in diesem Diagramm nicht etwa, dass er die Höhe 2 erreicht, sondern Vorsicht, da steht nur, nach einer Sekunde hat er die Geschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde. Über die Höhe steht hier gar nichts. Wir kennen also seine Geschwindigkeit und wollen, passend zum Titel dieses Kapitels, rekonstruieren, auf Basis der Geschwindigkeit, was für eine Höhe erreicht er denn während seiner Fahrt und wann erreicht er sie? Aber wie mache ich denn das? Ich habe hier nur die Geschwindigkeit gegeben, weiß, okay, hier beschleunigt er. Hier hat er dann 2 Meter pro Sekunde, fährt konstant mit dieser Geschwindigkeit. Aber wie kriege ich denn überhaupt die Höhe, also eine Strecke, klein s, wie kriege ich die denn hier raus? Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Gut, vielleicht kommt euch das Ganze noch bekannt vor, und zwar in Physik, so 10. Klasse rum oder auch in der 8. Klasse. Wenn man Mechanik macht, sollte einem sowas schon mal begegnet sein. Und zwar kann man jetzt dieses Diagramm, wie es hier dargestellt ist, in verschiedene Abschnitte teilen. Nämlich danach, ob die Geschwindigkeit zunimmt, konstant bleibt oder gerade 0 ist. Und das wird der Herr Fähnig jetzt gerade hier mal machen. Wir haben einen ersten Abschnitt, in dem die Geschwindigkeit zunimmt. Da wird die Geschwindigkeit größer. Im zweiten Abschnitt ist die Geschwindigkeit konstant. Im dritten Abschnitt, das ist jetzt hier ein bisschen schwer darstellbar, der geht sozusagen bis zu 5, da ist die Geschwindigkeit abnehmend. Dann im Abschnitt von 5 bis 7 ist die Geschwindigkeit 0. Okay, dann gucken wir uns doch in dem Bereich jetzt wirklich mal an. Wir haben hier jetzt 3 Flächen sozusagen. Ich benenne die jetzt mal. Ich sage mal hier, das ist jetzt meine Fläche A1, das ist meine Fläche A2 und das ist meine Fläche A3, der Übersichtlichkeit halber. Und naja, die Flächen sind ein bisschen kompliziert. Ich fange mal an mit der Fläche A2, wie man die berechnen könnte oder was die überhaupt aussagt. Also, er fährt 3 Sekunden hier konstant mit der Geschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde. Das heißt, in einer Sekunde legt er 2 Meter zurück. Das heißt, in 1, 2, 3 Sekunden legt er dann 6 Meter zurück. 3 mal 2. Richtig. Und so kann ich, also diesen Wert kriege ich auch, indem ich die Fläche einfach berechne und die Einheiten da richtig mache. Hier habe ich 3, 1, 2, 3, 3, die Einheit ist Sekunden, mal, nach oben habe ich 1, 2, 2 Meter durch Sekunden. Und es ist ja genau 6. Müssen wir mit Einheiten ein bisschen aufpassen. Wir haben hier Sekunden, Zähler, eigentlich können wir hier schreiben Sekunden mal Meter durch Sekunden. Und das Sekunden kürzt sich weg. Das heißt, es passt auch wunderbar und so ist es immer. Es macht
Sinn, wenn man sich überlegt, und es macht Sinn auch immer nach der Rechnung, ist 6 Meter. Das könnt ihr auch direkt, wenn euch das ein bisschen kompliziert ist und euch ist klar, dass der Meter rauskommt, auch direkt 6 Meter hinschreiben. Das heißt, hier in den 3 Sekunden fährt er 6 Meter nach oben. Okay, wir erkennen hier also in dem Beispiel bei der Fläche A2, die 6 Meter beträgt, dass die Fläche unter dieser Kurve gerade die zurückgelegte Strecke ist. Und das ist jetzt sehr praktisch, wenn wir das uns einmal überlegt haben für dieses relativ einfache Beispiel hier. Also das hat 3 Sekunden mit der Geschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde fährt und deswegen 6 Meter zurücklegt. Genau dasselbe, was die Fläche ist, die man berechnet unter der Kurve. Und das ist jedes Mal 6 Meter ist die Strecke. Können wir bei den anderen Flächen das genauso machen. Und dadurch kriegen wir die zurückgelegte Strecke, die den Höhenunterschied entspricht, ja ganz leicht raus. Machen wir es mal bei A1. Schauen wir uns mal A1 an. Vorsicht, A1 ist jetzt kein Rechteck. Das heißt, einfach nur Länge mal Breite bringt hier gar nichts. Es ist ein Dreieck. Bei Länge mal Breite rechnen würden wir sozusagen theoretisch wieder ein Rechteck ausrechnen. Wir sehen aber das Dreieck oben. Die A1 ist gerade die Hälfte von einem Rechteck. Also machen wir einfach 1/2 mal eine Sekunde mal 2 Meter pro Sekunde. Das ist gerade dieses rausgeschnittene orangene Stück aus dem größeren Rechteck. Als Einheit kommt wieder Meter raus und 1/2 mal 1 mal 2 ist 1 Meter. Jetzt brauchen wir noch unser Dreieck A3. Und das Schöne ist, das könnten wir jetzt genauso berechnen, 1/2 mal 1 Sekunde mal 2 Meter pro Sekunde. Aber im Endeffekt sehen wir, A3 ist eigentlich genauso groß wie A1. Ist uns klar, nur ein bisschen gespiegelt. Das heißt, A3 ist jetzt mal ohne Berechnung auch einfach 1 Meter. Das heißt, wenn man das Ganze mal als komplette Fläche uns ausrechnen würde, nennen wir die mal komplett A, als A1 plus A2 plus A3, dann wären das 8 Meter. Das heißt, im Endeffekt, in den 5 Sekunden legt der Fahrstuhl 8 Meter nach oben zurück, fährt also 8 Meter nach oben. Haben wir schon mal einen Höhenunterschied, dass er 8 Meter nach oben fährt. Jetzt müssen wir uns überlegen, hier steht er, da passiert nichts. In den 3 Sekunden, wie viel fährt er da nach unten? Das machen wir hier dann wieder. Ja, machen wir genauso. Vielleicht erstmal die Fläche, die zwischen der 8 und der 9 sozusagen existiert. Wir bezeichnen sie jetzt mal entsprechend als A5. Eine andere Farbe benutzen. Genau, nehmen wir eine andere Farbe. Nehmen wir das in Blau. Genau, die A5. Die A5 wäre wieder ein Rechteck. Erhalten wir als eine Sekunde lang. Und jetzt Vorsicht, bewegen wir uns mit der Geschwindigkeit minus 2 Meter pro Sekunde. Und das sind dann minus 2 Meter. Das heißt, im Abschnitt A5 bewegt sich der Aufzug um minus 2 Meter. Das bedeutet 2 Meter nach unten. Das Ganze. Genau so kann ich jetzt auch A4 und A6 hier berechnen. Wird relativ einfach, auch analog zu drüben. A4 mache ich mal wirklich. Das ist auch wieder ein Dreieck mit 1/2 mal einer Sekunde mal minus 2 Meter pro Sekunde ist minus 1 Meter. Und A6 ist genau wieder dasselbe, ist auch wieder minus 1 Meter. Das heißt, ich habe hier mein gesamtes A. So, wenn wir hier A nennen, vielleicht A-Sternchen nennen oder A-Strich oder irgendwie. Genau, machen wir A-Strich. A-Strich ist dann hier A4 plus A5 plus A6. Das wären minus 2, minus 1, minus 1, minus 4 Meter. So, der Aufzug fährt 8 Meter hoch, bleibt 2 Sekunden stehen und fährt dann 4 Meter runter. Die Höhenänderung beträgt also 4 Meter. Im Endeffekt sind es die 6 Flächen aufaddiert, kommen wir auf 4 Meter. Gucken wir mal, was wir gemacht haben. Wir haben die Höhe herausgefunden. Die Höhe haben wir rekonstruiert, indem wir die Geschwindigkeit aufgetragen mit die Zeit hatten. So heißt auch unser Thema, rekonstruieren einer Größe. Die Geschwindigkeit ist ja im Endeffekt genau die Änderungsrate von der Höhe. Denn die Höhe pro Zeiteinheit ist ja die Geschwindigkeit. Und so ist es immer, wenn man ein Schaubild hat
und da ist die Änderungsrate aufgetragen, dann kann man die eigentliche Größe herausfinden, indem man einfach die Fläche unter diesem Schaubild von der Änderungsrate addiert und dann hat man die Gesamtänderung von der eigentlichen Größe. In unserem Fall jetzt die Höhenänderung. So kann man das immer allgemein machen. Und deswegen schreiben wir es jetzt allgemein nochmal auf. Und anschließend sehen wir noch ein anderes Beispiel, wo wir auch sehen können, dass man aus dieser Änderungsrate die eigentliche Größe bestimmen kann. Allgemein kann man sich dazu notieren, ist der Graph einer momentanen Änderungsrate aus geradlinigen Teilstücken zusammengesetzt, so kann man die Gesamtänderung der Größe rekonstruieren, indem man den orientierten Flächeninhalt zwischen dem Graphen der momentanen Änderungsrate und der x-Achse bestimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, genau das, was wir gerade eben gemacht haben. Wichtig ist dieser neue Begriff orientierten Flächeninhalt. Damit ist gemeint, dass man die Flächen, die unterhalb der x-Achse sind, auch mit einem negativen Vorzeichen versieht. Wir schauen uns das gerade nochmal an unserem Beispiel von eben an. Diese drei Flächen, A1, A2 und A3, oberhalb der x-Achse, haben ein positives Vorzeichen. Die unterhalb der x-Achse, A5, A4 und A6, haben ein negatives Vorzeichen. Falsch wäre es, sie alle positiv zu nehmen, um am Ende zu sagen, wir haben hier eine Gesamtänderung von 12 Metern, weil das stimmt nicht, es waren ja 8 Meter hoch. Dann waren zwar weitere 4 Meter Höhenänderung, die waren aber nach unten, sodass insgesamt nur 4 Meter Höhenänderung tatsächlich gewesen sind. Kommen wir zu einem Beispiel. Wir haben hier wieder eine Änderungsrate über eine Zeit, und zwar eine Änderungsrate in Liter pro Stunde. Vorstellen kann man sich, wir haben ein Becken. Und diesem Becken, zunächst mal betrachten wir nur das Grüne hier, gibt es einen Zufluss. Schauen wir uns mal an. Vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt 10 Stunden wird der Zufluss immer stärker. Das heißt, pro Stunde wird die Menge an Litern, die reingeht, immer größer. Die Zuflussgeschwindigkeit sozusagen wird größer. Kann man sich so vorstellen, dass dieses kleine Gläppchen hier oben schrittweise nach oben gezogen wird. Am Anfang kann nur sehr wenig durch pro Stunde, es geht immer weiter hoch, sodass am Ende immer mehr Wasser reinläuft. Bis zum Zeitpunkt 10 Stunden, da ist die Klappe ganz auf und ab dann fließen konstant 2,5 Liter pro Stunde ins Becken rein. Immer weiter, das nimmt nicht mehr zu, das nimmt nicht mehr ab. Der Zufluss sind dann 2,5 Liter pro Stunde. Man kann sich überlegen, dieses Becken hat auch ein Loch unten. Da kann Wasser rausfließen. Am Anfang seht ihr, ist das Loch komplett geschlossen. Das heißt, auch die ersten 6 Stunden fließt überhaupt nichts raus. Und danach wird sie schlagartig komplett hochgerissen. Ihr seht auch unseren lila Strich, als wäre der plötzlich nicht da. Und dann ist auch die Abflussrate konstant, nämlich hier auch 2,5 Liter pro Stunde, die rausfließen. Und ihr werdet jetzt wundern, warum ist der Abfluss hier im positiven Bereich? Kannst du mal gut. Ist ganz klar. Wenn man es im negativen Bereich zu einzeichnen würde, könnte man sagen, wir haben eine Zuflussrate, nämlich rein ins Becken. Und wenn auch wieder was rausgeht, wäre das eine negative Zuflussrate. Haben wir aber nicht, sondern wir betrachten den Abfluss. Deshalb betrachten wir ihn jetzt hier als eigene Änderungsrate. Und insofern betrachten wir die auch im positiven Bereich. Richtig. Ein negativer Abfluss wäre eigentlich wieder ein Zufluss. So kompliziert wollen wir es uns gar nicht machen. Genau. So, und damit wir das uns wieder überlegen können, sozusagen, was auf lange Frist hier mit dem Becken passiert, werden wir das jetzt wieder in einzelne Abschnitte einteilen. Der erste Abfluss, wo eine Weile immer dasselbe passiert, sind die ersten 6 Stunden. Da, das können wir auch jetzt wieder unsere erste Fläche nehmen, A1. Das ist nämlich sozusagen nur eine Zufluss in diesem Zeitraum. Das nennen wir mal A1. Schraffieren es auch noch, damit ihr genau seht, von wo bis wo es geht. Und berechnen mal diese Fläche. Dabei betrachten wir auch die Einheiten genau. Das sind 6 Stunden. Also erstmal, das ist ein Dreieck. Das ist ganz wichtig. Deswegen ein Halb auf jeden Fall machen. Ein Halb mal 6 Stunden. Schreiben wir ruck die Einheit hin. H. Mal, gucken, wie hoch geht es, sieht man hier genau, geht es 1,5 Liter pro Stunde, also mal 1,5 Liter pro Stunde. Wenn wir es rechnen, 6 mal 1,5 sind 9, die Hälfte davon sind 4,5 Liter. Das heißt,
In den ersten 6 Stunden fließen insgesamt 4,5 Liter rein. Wir haben also wieder aus der Änderungsrate, nämlich den Litern pro Stunde, rekonstruiert, sozusagen von der Größe, wie viel insgesamt da reinfließt. Das ist nämlich 4,5 Liter. So, betrachten wir jetzt den nächsten Abschnitt, und zwar vom Zeitpunkt 6 Stunden bis zum Zeitpunkt 10 Stunden. Das nehmen wir uns jetzt mal als nächsten Abschnitt und kennzeichnen das auch. Das ist eine gestrichelte Linie. Schauen wir uns an, was passiert in der Zeit. Wir haben in der Zeit wieder einen Zufluss ins Becken, der sogar immer stärker wird. Wir haben aber gleichzeitig jetzt hier beginnend einen Abfluss. Und wir sehen, dass die ganze Zeit von der Stunde 6 bis zur Stunde 10, der Abfluss stärker ist als der Zufluss. Und zwar um wie viel stärker? Naja, wir haben hier diese Fläche unter der Kurve. Für den Abfluss haben wir diese Fläche unter der Kurve. Das heißt, insgesamt mehr Abfluss als Zufluss. Wenn wir die hier jetzt also abziehen, dann bleibt dieser kleine Teil hier oben übrig. Und den nehmen wir mal als unser A2 und überlegen uns, wie groß ist der hier? Das ist wieder ein Dreieck, das heißt, wir haben hier wieder auf jeden Fall was mit 1,5. Naja, und wir haben hier von 6 bis 10 4 Stunden lang. Jetzt müssen wir aufpassen, nämlich den Unterschied nur hier betrachten, von 1,5 Liter pro Stunde auf 2,5 Liter pro Stunde. Das bedeutet 1 Liter pro Stunde Unterschied mal 1 Liter pro Stunde. Und das wäre dann halb mal 4 sind 2, mal 1 sind 2 Liter. Jetzt muss man hier nur aufpassen. Zum Alltag oder so ein bisschen schwierig manchmal. Das erste A1 war der Zufluss, also 4,5 Liter sind zugeflossen. Und das A2, weil es ja mehr Abfluss ist, sind es jetzt 2 Liter Abfluss, die abgeflossen sind. Das heißt, momentan sind im Becken 2,5 Liter. 4,5 Liter sind zugeflossen und jetzt 2 Liter weg. Also noch 2,5 Liter drin. Wobei man hier auch bedenken muss, bis zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, okay, hier sind 4,5 Liter reingeflossen. Zum Zeitpunkt 10 sind jetzt seit diesen 4,5 Litern insgesamt 2 Liter rausgeflossen. Das bedeutet dann, wie der Herr Fenger richtig gesagt hat, hier sind es 2,5 Liter. Aber natürlich sind wesentlich mehr schon rausgeflossen im Zeitpunkt, nämlich 4 Stunden lang 2,5, das wären sogar 10 Liter, die rausgeflossen sind. Gleichzeitig ist hier aber auch immer noch was reingeflossen, nämlich 8 Liter, sodass insgesamt nur 2 raus sind. Genau, wir betrachten hier sozusagen immer nur diese Gesamtänderung. Die Gesamtänderung hier bei A2, der Gesamtänderung, also Abfluss minus Zufluss, sind eben 2 Liter. Also in dem Bild nebendran könnt ihr euch jetzt vorstellen, beide Rohre sind vollständig geöffnet. Beide Rohre haben denselben Durchmesser, das heißt, fließt genauso viel rein, wie rausfließt. Ja, wo könnte man das sowas haben? Gut, im Alltag könnte man sich sowas überlegen, zum Beispiel im Freibad. Ihr habt ein Becken, das ist mit Wasser gefüllt. Das behält auch ungefähr seine Wassermenge bei. Und pro Stunde wird eine bestimmte Menge Wasser aus dem Becken in eine Pumpe reingepumpt, um gesäubert zu werden, um den Chlorgehalt wieder aufs richtige Level zu bringen. Und während diese Pumpe pro Stunde natürlich eine gewisse Menge Wasser entnimmt, gibt sie ja auch pro Stunde eine gewisse Menge Wasser an das Becken zurück, sodass insgesamt die Wasserhöhe im Becken die gleiche bleibt. Das wäre zum Beispiel im Alltag etwas, wo man sowas beobachten könnte. Wunderbar. Dann schreiben wir das jetzt noch als Text mal schön auf. So, wir haben das Ganze hier, was wir bisher eher mündlich gesagt haben, nochmal zusammengefasst. Schauen wir uns nochmal die Abschnitte an. Von der 0. bis zur 6. Stunde, das war der Abschnitt hier, gibt es nur einen Zufluss. Den haben wir auch berechnet. Das sind 4,5 Liter. Das heißt, die Wassermenge in diesem kleinen Becken steigt von 0 auf 4,5 Liter. Zweiter Abschnitt. 6. bis 10 Stunden. Es gibt einen Zufluss. Das wäre jetzt die Fläche hier unter der grünen Kurve sozusagen. Die kann man auch berechnen. Das müsste man hier in zwei Teilen machen. Man berechnet zuerst mal sozusagen das Rechteck hier und dann das Dreieck hier. Das sparen wir uns jetzt. Dürfte für euch aber kein Problem sein, wenn ihr es nachvollziehen wollt. Das wären 8 Liter Zufluss. Und wir haben einen Abfluss, dadurch, dass hier auch die Abflussrate beginnt, von insgesamt 10 Litern. Das wäre dieses Rechteck hier. Probiert zurück mal den Zufluss nachzuvollziehen und zu berechnen. Falls ihr es nicht hinkriegt, könnt ihr in den Kommentaren einfach nochmal schreiben, was ihr nicht hinkriegt. Erklärt es vielleicht jemand, wie es funktioniert dann. Das wäre schön. A2, das ist das, was wir hier drüben berechnet haben, war allerdings nur die Differenz von Abfluss und Zufluss.
Und wenn man sich diese beiden Werte anschaut, ist es klar, warum unsere 2 Liter rauskommen, die wir hier direkt geometrisch ausgerechnet haben, ohne die 8 und die 10 Liter zu kennen. Und die Wassermenge, die vorher bei 4,5 Litern war, reduziert sich also in diesem Zeitrahmen auf 2,5 Liter. Wir erreichen den dritten Abschnitt. Dritten Abschnitt, Dankeschön. Ab der 10. Stunde sozusagen. Abfluss- und Zuflussraten sind gleich. Das heißt, wie wir es vorhin gesagt haben, es geht immer gleich viel rein, wie rausgeht. Steht hier. Und die Wassermenge im Becken bleibt damit konstant so, wie sie am Ende des letzten Abschnitts gewesen ist. So, unser Kapitel 3 heißt ja komplett Schlüsselkonzept Integral. Jetzt wisst ihr zwar noch nicht, was ein Integral ist, aber im Endeffekt habt ihr jetzt die Hinführung dazu schon. Denn es geht jetzt die ganze Zeit, während dem ganzen Kapitel, um Flächen unter Kurven. Und so wisst ihr jetzt schon, was man damit berechnen kann. Und ich hoffe, ihr habt die Beispiele verstanden und mehr Beispiele üben wir in der nächsten Stunde. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.